Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch, ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und es geht direkt los mit dem Invade. Und nicht nur im Invade, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist ein neuer Champion auf dem PBE rausgekommen und den wollen wir heute spielen. Das ist quasi auch schon der Skin von ihm, das ist Battlecast und der neue Champion heißt Skana. Also ich bin absolut gespannt, was dieser Champion kann. Sieht super krass aus, wenn wir den Skin mal anschauen. Also ich glaube, diese Kettensägen, die müssen ja giga viel Schaden machen. Also ich bin super tuned in, muss man sagen. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, Invade mit Blitzcrank ist immer so fucking offensichtlich. Es könnte sein, dass wir beim Rücklaufen jetzt in die Gegner reinlaufen oder dass, ich habe Giga-Angst. Sagen wir jetzt einfach mal so, ich habe Giga-Angst. Ich würde natürlich jetzt, oh, okay, erstmal den Stun hier durchhauen, den haben wir gestunt, jetzt stunnen wir noch Timo. Timo, komm, kriegen wir Timo noch gestunt? Pot ist drin. Autotech, ich muss hier weg. Autotech, ich muss hier weg. Okay, also, neue Champ ist auf jeden Fall nicht broken, kann man sagen. Darius hat auch gerade zurückgepottet, kann es sein? Unglücklich. Wir haben jetzt leider auch mit E angefangen. I need a bit help, Blitzy. So, na gut, wir spielen Skana. Skana, habt ihr wahrscheinlich von mir ewig nicht gesehen. Ich bin eigentlich Skana Main. I'm used to be a Skana Main. Skana spielt sowieso generell niemand. Wirklich absolut niemand spielt Skana. Lol, das ist Timo AD Carry oder AP Carry. Und ich habe mir gedacht, hey, lasst uns mal wieder Timo, lasst uns mal wieder Skana spielen. Außerdem habe ich mir gedacht, das neue Nimbus ist actually ziemlich gut auf Skana. Also es ist actually ziemlich gut auf Skana und deswegen, ich meine, das alte war auch nicht verkehrt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, lasst uns das mal ausprobieren, testen wir mal und Abfahrt damit. Ne, diese Jungle-Dinger, die kennen wahrscheinlich einige, wahrscheinlich kennen es aber die meisten sogar gar nicht, weil dieser Champ einfach, niemand kennt diesen Champion. Sehr gut hier an dieser Stelle. Diese Flächen machen, dass man mehr Movement-Speed und mehr Attack-Speed hat. Das, also nur ich, nicht mein Team, aber halt super viel. Also das scaled mit jedem Level höher und wir haben später dann bis zu 120% mehr Attack-Speed oder so. Also das ist schon gigakrass, wenn man das mal so sagen kann. Ja. Und keine Ahnung, ich wollte eigentlich Midlane spielen, ich bin halt in den Jungle gekommen, weil ich mir gedacht, hey komm, lass uns doch mal Skana spielen. Wir haben Predator mitgenommen, wir werden wahrscheinlich sehr Damage-lastig bauen, gucken aber, je nachdem wie das Game läuft. Die Gegner haben ein gar nicht mal so gutes Team, finde ich. Also da geht auf jeden Fall einiges. Hier geht auf jeden Fall einiges. Komm, einmal einsammeln hier. So, wir können das ja jetzt mal sehen, wir haben jetzt einen Attack-Speed von 0,64 und ich glaube das war gerade 0,9 oder so, ne? Wir können ja sehen, wenn wir reinfahren. Geht das hoch auf 0,98. Hier steht auch eine Prozentzahl. 53% Attack Speed und 54. Ne, stopp, was war das? 74 Movement Speed, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 74 Movement Speed. Das ist einfach insane viel. Das sind ausgebaut. Das sind Mobi Boots, glaube ich. Und das scaled halt, wie gesagt, noch höher. Ja, cool wäre, wenn wir jetzt gleich irgendwo ganken würden. Ist halt natürlich. Wir können ja sehen, dass hier jemand ist, weil das eingenommen wurde. Jetzt weiß ich nicht, können wir das fighten, wollen wir das fighten, ich habe keinen Smite, ich habe die Zone nicht, Toplane hat keine Prio, Midlane ist so halb und halb, ich würde sagen, wir machen hier einen Rückzug, wir machen hier einen ganz klugen Rückzug, das machen wir nicht, wir können natürlich gucken, ob wir vielleicht den unteren Taunty noch bekommen, nehmen nochmal die Dinge hier mit, AOE-Camps sind mit Skana immer ganz gut einzusammeln, Skana hatte mal so eine ganz kurze Zeit, wo er wirklich broken war, da haben richtig, richtig viele Leute Skana gespielt, aber das ist jetzt auch schon wieder länger her. Da wurde seine E ein bisschen genervt. Auch gar nicht so krass, aber ja, jetzt spielt niemand Skana und jetzt ist er wieder dead quasi. So, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den unteren Taunty bekommen. Man kann natürlich die Flächen immer sehr, sehr gut auch als Vision-Material nutzen. Das heißt, wenn wir das Ding jetzt hier einsammeln, es kann sein, dass Warwick jetzt direkt kommt. Muss ein bisschen Gas geben. Shit, der hat den sogar schon gemacht. Ist unglücklich, aber Leben ist hart. Ach, er ist gerade da fertig geworden. Na gut, okay, er ist Level 4. Weil zum Beispiel, wenn jetzt das Teil eingenommen wird, dann habe ich zwar keine Vision, aber ich sehe, dass es rot wird. Und dadurch weiß ich, dass gerade jemand da im Fluss ist. Deswegen muss man mit diesen Zonen sehr aufpassen, ob man die einnimmt oder eben nicht. So, wir machen nur eben die Golems. Und dann gehen wir, glaube ich, shoppen. Vielleicht noch die Vögel. Die Vögel kommen jetzt auch gleich. Dann machen wir die, glaube ich, auch noch eben fertig. Wir müssen natürlich so schnell wie möglich Level 6 werden. Wir können auch Feuer ganken, aber da sollten wir vielleicht Predator-Schuhe für haben. Aber trotzdem wäre Level 6 unsere Prio quasi. Die Frage ist halt nur, ob wir mein Damage-Bild gehen oder nicht. Das ist die große Frage. Könnt ihr bitte sterben? Danke. Es gibt nämlich verschiedene Item-Builds. Man kann ihn quasi mit Triforce und der roten Jungle-Machete bauen, also der AD-Machete. Dann macht man insane viel Schaden, ist aber auch gigaweich. Also wirklich gigaweich.
Das mache ich immer abhängig davon, wie mein Game läuft, aber... Ja, wie läuft denn mein Game gerade? Es kann sein, dass Talon jetzt zu mir kommt. Nee, okay. Wie läuft denn das Game? Das wissen wir nicht, ne? Machen wir erstmal die Smite-Machete. Machen das. Und machen... Ja, komm, dann kaufen wir uns mal einen Attack-Speed durch. Dragon ist leider weg. Unglücklich. So, wir werden jetzt aber was ganken. Frage ist, wo, wann, welche Lane? Am besten Midlane. Wir gehen Midlane ganken. Kata ist auch sowieso schon 2-0. Das ist gar nicht so schlecht. Da fahren wir mal vorbei auf ein Stück Kuchen, würde ich sagen. Ich habe mich aber hier noch für Ultimate Hunter entschieden, damit wir richtig viele Ultimates haben. So. Ich hätte ja geguckt, was die ganzen meisten anderen Leute spielen. Aber... Ah, ich glaube, der Spreader war ein bisschen wasted. Wobei... Ja, ja, doch war's. Aber dann fahren wir halt einfach hier mal durch den Jungle. Geht auch. Da haben wir ein paar Vögel. Können einmal hier warden. Jetzt zum Beispiel, ich könnte die Zone jetzt einnehmen, damit wir die schneller clearen. Aber dann weiß natürlich auch der Gegner, dass ich gerade diese Vögel mache. Ja, das ist auch mal ein bisschen schwierig. Muss man immer ein bisschen überlegen, ob man das will oder nicht. Vielleicht können wir Toplane ganken. Und zur Not fahren wir jetzt einfach weiter bis Level 6. Das ist natürlich was sehr, sehr cool an Skarna ist, dass wir nachher einen richtig geilen Engage haben. Ne, Flash Ultimate. Und, ja, Teamfight gewonnen. Im Prinzip ist es so einfach. Flash Ultimate, Teamfight gewonnen. Und da niemand gegen Skarna spielt, werden die Gegner super spät erst eine QSS kaufen. Denke ich mal. Aber ja, Early Ganks sind halt, mit Predator geht's, aber sie sind jetzt nicht zu geil. Na, Botlane. Ja, oh komm. Oh, okay, sie ist nur gestorben. Immerhin. Immerhin. Alternativ könnt ihr natürlich, wenn ihr... Also ich werde jetzt Damage-lastig bauen, deswegen werde ich die Q-Max. Man kann aber auch die E-Max, das geht auch. So, fahre mich unten die Lane so ein bisschen? Ich glaube ja. Oder ist Blitzcrank Feuer da? Ein bisschen XP, Leute. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nimmt immer XP von der Lane. Das ist einfach richtig viel. Das ist mehr, als ihr im Jungle bekommt. Auch geldtechnisch. Guck mal, jetzt geht sogar eine Platte weg. Das ist perfekt. Ohne, dass die Gegner es bekommen. Ah, okay, aber ich habe wenigstens die XP bekommen. Wenigstens die XP. So, dann holen wir uns jetzt, guck mal, ja, wir clean jetzt einmal durch und dann sind wir Level 6. Machen wir es so, wie es ist, Leute. Dann haben wir es schnell geschafft. Wow, ich ist schon Level 6. Aber er hat auch beide Taunties bekommen. Räudig. Räudig. Und ich musste natürlich, ja, ein bisschen, ich war ein bisschen langsamer auch, weil ich erst in die Base, ich war ja tot quasi. Es hat ein bisschen gesackt. Aber es passt. So, dann räumen wir hier einmal ran. Ah, das ist auch so ein bisschen mein Problem an Skarna, dass ich einfach keinen Impact im Early Game habe. Man kann Impact haben, kann man, aber ja, weiß ich nicht, habe ich nicht. Sorry. Sorry for that. So, die haben wir. So, machen wir eben noch die und dann komme ich Mitte. So, ich ping schon mal. Ich hoffe, das versteht er nicht falsch. Dann haben wir nämlich jetzt auch Predator. Wir müssen halt gucken, weil er wahrscheinlich ulten wird, aber wir haben Flash, der müsste eigentlich... Oh shit, oh shit, oh shit, ich komme. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Jetzt ult. Perfekt. Den können wir nochmal stunnen. Da können wir jetzt hinterher fahren. Und da können wir jetzt, den können wir einfach CC. Perfekt. This Skarna, very Skarna. Perfekt. 3-0, 4-1. Toplane ist ein bisschen am Ende, 0-3. Aber kriegen wir hin, denke ich. Müssen wir jetzt hier verteidigen? Können wir. Oh, der ist schon weg. Bruder, was passiert? Nicht mal mit Harold. Einfach nur kaputt gehauen. Ja, Saramoy. Okay, das ist, aber ja, Toplane interessiert ja niemand, oder? Oh, er fightet da jetzt? Really? Weil die Gegner sind erst 3-1 der Wolk. Da will ich jetzt nicht unbedingt fighten. Außerdem, ja, ich meine, ich hätte ihm helfen können, wenn er jetzt stirbt. Aber man muss auch mal fürs Quick-Sale-Studium gehen, Leute. Man muss das Angewandte umsetzen, quasi. Ja, ich hätte ihm helfen können. Aber ganz ehrlich, was fightet er denn da? Er ist 0-3. So, ne? Und der Zed ist auch nicht so einfach zu töten und Warwick auch nicht. Also, ne? Wo kommen wir denn da hin, Leute? Wo kommen wir denn da hin? So, aber dann können wir jetzt ein bisschen farmen. Farmen. Zack. Schön. Schön. Schön, 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 schön. Okay, cool. Wir haben ziemlich viel Geld. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz shoppen. Weil, ne, wenn ihr jetzt mit so viel Geld die ganze Zeit im Jungle rumrennt, dann braucht ihr natürlich viel, viel länger zum Clearen. So, wir haben nämlich jetzt die Q gemaxt und haben jetzt super viel AD. Dadurch macht die Q jetzt richtig viel Damage, weil die scaled halt mit AD tatsächlich. Und die böllert jetzt wirklich gut rein. Also, die böllert wirklich gut rein. Ich meine, wir haben Katarina und Vayne 4 Kills jeweils. Ich glaube, ich will jetzt nicht vorhin genommen sein, aber ich glaube, das Ding ist durch.
Ne, was ist das für ein Drake? Ocean Drake können wir eigentlich mitnehmen. Ich komme mal. Ich bin unterwegs, bin ein bisschen langsam vielleicht. Vielleicht sollte man doch mit Ultimate Hunter spielen, aber... Ah, weiß ich auch nicht. So, wir können Botlane mal ganken. Können wir auch machen. Wir haben gleich Predator. Dann fahren wir da einfach vorbei. Das ist halt das Einfache an Skarner, Leute. Einfach und effektiv. Very easy and effective. Guckt, jetzt macht ihr einfach Predator an. Fahrt da hinterher. Schmeißt einen Smiter drauf. Und tötet ihn ohne Ultimate. Und wenn jetzt noch einer kommt, dann... Jetzt könnten wir den Warwick zum Beispiel... Jetzt könnten wir für die Vayne peelen. Oder wir machen einfach hier... Oh, jetzt müssen wir, jetzt greife ich den hier. Und jetzt töten wir den hier. Und jetzt wäre ich raus, tatsächlich. Ich bin raus. Was? Das war Quixel-Studium tatsächlich. Aber vielleicht kann die Cutter mir helfen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und hier sind wir schnell, Leute. Hier sind wir schnell. Hier sind wir schnell. Ja, also wir kriegen mittlerweile, wenn wir das angucken, einen Movement-Speed-Bonus von 82 und 73% Attack-Speed. Ja, ich habe keinen Smite. Ich würde das gerade nicht machen. Hier kriegt, ne, 83%, ne, 73% Attack-Speed, Leute. Stell euch das vor, wie viel das ist. Das ist einfach insane viel. Es sieht sehr, sehr gut aus bisher. Und wenn wir jetzt in Trinity gehen, wir sind aus Papier, ich schwöre. Aber es knallt wie Sau. Und das mache ich jetzt auch nur, weil wir Darius haben. Ne, wenn wir jetzt keinen Main-Tank hätten, dann würde ich natürlich auf Tank gehen. Also manchmal muss man einfach auch smart sein. Aber wir haben auch wenig Cooldown auf Ult, können gleich direkt wieder ulten. Ja, wir können gleich da wieder direkt eine Ult reindrücken. Und es ist so simpel wie effektiv. So, 8, 7. Oh, Wardwick ist hier. Ich habe keinen Smite. Jetzt müssen wir kurz gucken, was machen wir denn? Zed töten? Wen töten wir? Wen töten wir? Wen ulte ich? Ich ulte jetzt einfach irgendjemanden. Ja, weil da haben wir gesehen, ich bin natürlich aus Papier. War auch richtig schlecht hier. Okay, aber immerhin haben sie Warwick gekillt. War unglücklich. Eigentlich sollte ich jetzt nicht weiter auf Damage gehen, weil ich echt weich bin, aber ich mache das. Weil es lustig ist. Außerdem möchte ich es euch zeigen. Wir sollten da vielleicht Schuhe kaufen. Welche Schuhe brauchen wir denn? Ninja, 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 Mercury. Ja, wir machen Ninjas, würde ich sagen. Ninjas ist gut. Ninjas ist gut. Vielleicht können wir den Pot verkaufen. Vielleicht reicht das, aber ich glaube nicht. Ja, doch, das machen wir noch. Dann sind wir nämlich ein bisschen schneller unterwegs. Ja, wir haben jetzt auch schon 25% CDR. Das ist ganz nett. Ja, Zed muss man aber auch sagen, weil... Oder Zed, ich sag... Also, Zed ist halt Zed, der Assassine, und Zed. Ne, ich sag jetzt immer Zed. Zed. Der ist natürlich auch fett, ne? Zed, der ist fett, und Warwick war auch not too bad. So, ich habe Predator. Ich würde noch eben Red Buff einsammeln, wenn es geht. Wenn es erlaubt ist. Ja, dadurch ist jetzt natürlich auch der Jungle Clear ein bisschen flotter, ne? Guckt euch an. Also, ich finde, das ist schon schnell. So, die fighten da schon wieder. Ich habe leider noch keine Ultimate. Aber das sieht gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Und der Drache ist immer noch da, Leute. Lass mal den Drachen machen. Getty Spaghetti. Und wir haben auch Flash. Das heißt, wenn jemand kommt, können wir einfach Flash Ultimate machen. Und dann hat sich das erledigt, das Thema. Damals hat das so ein bisschen auch bei mir angefangen, dass ich auf Damage gegangen bin. Also damit man natürlich selber killen kann, aber dadurch auch Dragon Control ist halt auch viel einfacher, als wenn du mit so einem Full Tank das machst. So, hier zum Beispiel könnten wir jetzt einfach sagen, wir machen... Ja, ich weiß nicht, ob wir das machen, aber wir machen das jetzt. Komm. Na, wir schmeißen Predator an, drücken W, fahren hier lang, drücken Ult, nehmen den mit, ziehen den ab, hauen den an die Wand und dann hat sich das erledigt, das Thema. Ne, es ist idiotensicher. Es ist absolut idiotensicher, Leute. Ahem. Na, gerade, wenn man vielleicht nicht so die Skills hat, kann man einfach mal sowas spielen. Man muss nicht immer die insane schweren Champions spielen, kann auch einfache Champions spielen. Gerade wenn man vielleicht auch Silber oder tiefere Elo ist, dann sollte man vielleicht nicht sowas mit Reis und so einen Scheiß anfangen. Außer es macht euch halt insane viel Bock, aber einfach, ne, man kann auch, keine Ahnung, Amumu spielen. Ne, so einfache Champions halt. So, wir nehmen mal jetzt eben noch... Das hier mit, wir bräuchten jetzt den Attack Speed Dagger, weil dann kommen wir auf 35% bzw. 37% CDR. Ja, den können wir schon bauen, das machen wir. Toplane braucht Hilfe, Toplane ist halt 0,6. Er ist einfach 0,6, aber der Rest von uns gewinnt halt hart, kann man sagen. So, jetzt haben wir den Pungolo. Jetzt haben wir 35, 35 müsste ich nicht mehr. 35, naja.
Gut, okay. Gut, okay. Man könnte natürlich auch die Predator-Rune spielen. Aber ich glaube, weniger Ultimate-Cooldown ist schon wichtig, weil Skarner ist im Prinzip seine Ultimate. Skarner gleich seine Ultimate. So, wir können mal Midlane drüber fahren. Wir müssen ihn natürlich grabben, bevor er ultet. Das wäre wichtig. Und wenn ich natürlich jetzt... Wir verkaufen ihn. Er ist auf jeden Fall tot. Wenn wir natürlich jetzt hier das einnehmen, weiß natürlich jeder, dass ich hier bin. Ne? Muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ups. So, solange aber Darius Bock hat und nicht aufgibt, ist alles fein. Er darf nur nicht tilten. So, kommen wir da hinterher. Das ist sehr gut. Der ist geslaut. Wir machen dann Smite drauf, machen dann eine E hinterher. Trifft leider nicht. Aber wir könnten jetzt grabben. Wir grabben, aber wir müssen den Teemo grabben. Teemo ist gegrabt, allerdings, ich glaube, wir könnten ihn vielleicht umbringen, aber ich glaube, wir versuchen hier wegzufahren. Nee. Ja, das war nix. Das war nix. Oh, der ist aber auch giga big. Okay. Der ist 10-4. Da haben wir beide giga krass den Teemo unterschätzt. Giga krass unterschätzt, muss man einfach sagen. 10 fucking 4. Wir kamen natürlich. Ja, Katat wurde einfach. Katastrophen immer! Hab ich gesagt so. Das ist ein Straw. Ich hab nicht gesagt, sie verlieren, aber das war ein Straw. Also. Ne, weil sie halt dachte, okay, den, da gehe ich rein, one-shotte ich und wird dann einfach von Naudilus CC'd und da war das Team, das Game over. Aber es ist okay, Leute. Das passt. Das passt. So, ich muss jetzt gucken, dass ich mal mein Trinity hier fertig kriege. Trinity braucht noch 1183. So, was ist hier los? Wir nehmen erstmal das hier mit. Bisschen Geld wäre cool. Oh, die Shit, die machen. Was ist denn das? So, ich mach Predator, ich bin unterwegs. Coming for you. Coming. Okay, der ist tot. Da ist Warwick. Warwick, 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 Warwick. Und. Nice. Haben wir. Ich habe einfach Smite draufgehauen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel AP der hatte. Ist aber in Ordnung. Den nehme ich mit. Pock. So, was ist hier los? Können wir den? Ist der noch? Okay. Ja, wenn der kommt, dann würde ich ihn nehmen. Oh, Hexflash habe ich eine Zeit lang auch sehr gerne auf Skarner gespielt. Kann man auch machen. Ich glaube, da oben war Teemo. Da, genau da. Da. Ich würde ihn grabben. Oh, ich kriege aber so viel Schaden hier. Vielleicht grabben wir ihn auch einfach nicht. So, heilen wir uns nochmal ein bisschen hier an dem Camp hoch. Müsste eigentlich gehen, oder? Mit Schild. Ja, ein bisschen. So dezent. Dezent, dezent, dezent. Wir haben auch Harald. Wo benutzen wir den denn? In der Mitte? Vielleicht. Vielleicht. Ja, meine Schwäche im Jungle ist einfach, dass ich immer viel zu viel farme. Ich bin immer nur am Farmen. Das ist so... Ich meine, das kann auch gut sein, so. Kann sich auszahlen, aber... So, ich komme Mitte. Dann könnten wir auch den Harald da reinhauen. Wir machen mal eben das Wort hier weg. 1, 2, 3. So, Teemo ist der Erzfeind auf jeden Fall. Da kommt Talon. Da unten ist Action. Muss natürlich aufpassen hier. Okay, was ist das für ein Drache? Erdeschmerde. Ich würde den gerne nehmen, also ich würde ihn eher auch lassen. Ups. Sorry. also ich wollte ihn schon haben. Das wird jetzt dumm klingen, aber ich wollte den für Live-Rack haben, damit ich jetzt ein bisschen HP habe für die Geschichte hier. Der reckt, ein Red Buff reckt nämlich richtig viel HP. Aber, ja. So, okay, cool. Was können wir machen? Wir haben gleich Flash, dann getten wir uns einfach jemanden. Wir können doch einfach in der Zeit jetzt den Herald Spawn reintippen. Wobei, lass uns den einfach nehmen. Smite drauf, zack. Nehmen wir den mit. So, wir holen uns jetzt, Leute. Predator an. Und Abfahrt. Abfahrt. Wen will ich denn haben hiervon überhaupt? Teemo am liebsten. Wir müssen Teemo. Ich muss Teemo grabben. Ich brauche Teemo, Leute. Wir müssen noch nicht engagieren. Wir holen uns gleich Teemo. How to win teamfights with Skarner very fast, Leute. Ups, so nicht. Vielleicht machen wir einfach den Tower. Man muss nicht immer engagieren. Oder wir engagieren einfach. Und jetzt gehen wir da rein. Und Flash grabben auf Teemo. Nehmen den mit. Der ist tot. Jetzt stirbt er. Schön. Ja. Nee, ich meine, wir sind auch einfach gigabig, muss man sagen. Wir sind alle... Also, das ist aber das Beste, Leute. Er steht 2-8 und geht Trinity. Wenn ihr 2-8 steht, Leute, geht nicht Trinity. Bei mir ist das schon grenzwertig, dass ich Trinity gehe. Weil ihr seht, wie lange der Scheiß einfach braucht. Ich meine, ich habe sehr viele Assists, so. Aber mit 2-8, Leute, wenn ihr negativ steht, geht nicht Trinity. Weder auf Vi. Also, es gibt so ein paar Champs, da ist es okay. Zum Beispiel Irelia, weil das einfach wichtig ist. Aber, auf so Champs wie Darius
Vi, Skana. So Champs, die nicht unbedingt Trinity brauchen, wo es aber cool ist. So quasi. Da sollte man dann lieber was anderes machen. Oh, jetzt will die Vayne wieder den Red Buff haben bestimmt, oder? So, ich lasse den aber diesmal. Oh, 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 oh. So, ihr geht hin. Drückt Ultimate. Und er ist tot. Geht. Geht. Kann ich das haben? Oder macht er das jetzt streitig hier? Sprittig, streitig. Kann ich das bitte haben? Komm. So, wir haben jetzt endlich mal Trinity fertig. Wahnsinn. Wahnsinn. So, dann fahren wir mal raus. NS-Items wären Righteous Glory. Righteous Glory ist insane aus Garner, Leute. Sterax könnten wir natürlich machen. Wir gehen jetzt, wie gesagt, auf Righteous. Irgendwas hat mich noch getroffen. Oder ein Gift. Oder achso, das ist der Herald. Scheiße. Wie lange hält der noch? Paar Sekunden. Ja, ich muss hier ins Spawn. Shit. Vor allem in der Mitte, wo kein Turm mehr ist. Kacke. Ja, moin. Herald, ich bin's. Was geht? So, ich könnte jetzt hier engagen. Ich würde gern vielleicht den Buff mitnehmen. Für 3% CDR. Man kennt's. Ja, dann lass jetzt Mitte einfach durchgehen mit dem Herald. Das ist auch ein guter Plan, oder nicht? Das ist ein guter Plan. Darius pusht einfach Botlane rein. Oh, die machen Baron. So, ich mach mal Predator. Ich habe keinen Smite, aber ich bin da. Die haben auch keinen Jungler. So, wir gehen jetzt hier rein, holen uns gar nichts, weil wir einfach geultet. Wir ulten ihn jetzt, bevor wir sterben. Einfach ulten wir ihn. Ich bin halt einfach aus Papier, muss man sagen. Ich bin holy shit mäßig aus Papier. Holy fuck. Wobei ich natürlich jetzt auch in 4, 5 Leute reingefahren bin, muss man sagen, ne? Also, aber wir gewinnen den Fight. Das ist fein. Das ist fein. So, was brauchen wir denn für, ich glaube, das Teil hier und das Teil. So, machen wir das. Ja, wir haben gewonnen. Ich sag mal so, ich sag nicht, dass ich Giga krass gecarried habe. Sind wir ehrlich. Wir hatten Vayne und Kata, die haben beide ziemlich hart zerstört. Hatten aber auch Darius, der ziemlich hart geintet. Das war so ein bisschen Ausgleich. Ich war normal, bis sogar ein bisschen nett, würde ich sagen. Ich habe euch Maskana, den neuen Champion, gezeigt. War jetzt nichts Besonderes, ja. Aber muss es immer was Besonderes sein? Ja, eigentlich schon. Aber, ne, ja. Ja. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. Miau. San Francisco.